So, heute ein Video über Stempelstelle 109, Heimberg. Bei schönem Wetter lohnt sich das auf jeden Fall. Ein kleines Stück durch den Wald, das ist immer gelaufen, vielleicht eine halbe Stunde. Das ist ein Rundwanderweg von 3,3 Kilometer. Wir sind von Wolfshagen losgelaufen. Geht ein bisschen aufwärts, aber wir haben hier jemanden dabei, der auch nicht so fit ist. Immer mit einer Pause schafft man das schon. Ja. Stempelstelle, was hat sie zu bieten? Ein Steinbruch und Gewässer. Vermutet man nicht, wenn man durch den Wald läuft, aber sieht sehr schön aus. Durchaus mal empfehlenswert, kann man ruhig mal hierher laufen. So nur Schautafeln. Da findet man bestimmte Informationen über das Internet. Ach, von 1885 bis 1986 hat man den scheinbar ausgebeutet. 100 Jahre. Na ja. Nee, darum. Hier, da geht der Fall da vorne. Hallo. Oh, da haben wir schöne Sachen gefunden. Ja, Maron. Ja, Maron, Butterpilze, Ziegenlippen. Ziegenlippen, der eine, der so im Schmeckt. Ziegenlippen. Einfach so im Korb, mitten im Wald. Ja, genau. Würden wir nicht glauben. Von ja, mit dem Korb von der Oberhexe Antje. Ach, von der Oberhexe Antje. Auch das, auch noch. Ja. So, das Wolfshagen. Wir haben gerade den schönen Rundwanderweg gemacht, 3,3 Kilometer. Zum Diabas Steinbruch, 3,3 Kilometer. War sehr schön. Hier unten ist der Friedhof, da kann man parken und hier oben ist noch ein Parkplatz. Ja, viel Spaß.